Ich glaube, dass Heimat nicht als was Statisches betrachtet werden soll, sondern als etwas, was sich immer in einem Zustand der Veränderung befindet, weil sich Gesellschaften auch in Veränderung befinden und dass man es auch nicht als etwas sehen sollte, das einen abgeschlossenen Raum definiert. Also etwas, was exklusiv Bezug nimmt nur auf eine bestimmte Art von Mensch oder eine bestimmte Art von Kultur oder kulturellen Einfluss. Und für mich persönlich ist Heimat ganz stark mit meiner Kindheit verbunden, weil ich schon über 20 Jahre im Ausland lebe. Das heißt, ich kann schwer sagen, was meine Heimat ist. Also Deutschland ist natürlich mein Heimatland, aber da ich dort nicht mehr lebe und mich jetzt zu Hause woanders fühle, nämlich in New York, bezeichne ich es nicht mehr als meine Heimat, aber ich habe ein starkes Heimatgefühl, wenn ich an meine Kindheit zurückdenke. Also zum Beispiel Spaziergänge mit der Familie oder eine bestimmte Landschaft, in der ich aufgewachsen bin, Essen. Also sehe ich es eher als etwas aus der Vergangenheit und etwas, das eher in der Erinnerung existiert als in der Gegenwart. Das Buch hat 6 Jahre gedauert. Ich habe 2 Jahre lang nur recherchiert, 2 Jahre lang nur geschrieben und dann 2 Jahre lang nur illustriert. Und die ersten 2 Jahre der Recherche habe ich in Archiven verbracht, aber auch mit Gesprächen von Menschen, die aus meiner Heimatstadt kommen, Karlsruhe, aber auch aus dem Heimatort meines Vaters, Külsheim, und die noch Verwandte von mir persönlich kennen, die mittlerweile gestorben sind. Und gleichzeitig bin ich auch in ganz Deutschland rumgefahren und habe Flohmärkte besucht und habe Gegenstände und Fotografien und Objekte gesucht, also persönliche Objekte von Menschen, die während der Zeit des Naziregimes gelebt haben, weil ich versucht habe, dadurch einen physischeren Bezug zur Zeit, also zur Nazizeit zu bekommen und zu verstehen, was es für Menschen persönlich bedeutet, unter so einem Regime zu leben. Und es waren also verschiedene Ebenen, auf denen ich recherchiert habe. Und als ich dann mit der Recherche fertig war, habe ich einfach nur mich auf das Schreiben konzentriert und die Geschichte erzählt und mir überlegt, wie ich die zwei Familiengeschichten miteinander verbinden kann, wie ich das Persönliche mit dem Politischen verbinden kann und wie ich die Vergangenheit mit der Gegenwart verbinden kann. Und das war eigentlich der schwierigste Moment der Arbeit an dem Buch, also die narrative Struktur zu finden. Und ich habe dann unzählige Male den Text nochmal verbessert und überarbeitet. Und als ich mir dann sicher war, dass es so ungefähr steht, dann habe ich angefangen mit dem Zeichnen. Und da habe ich mich eigentlich chronologisch von vorne nach hinten durchgearbeitet, also von Seite 1 praktisch bis Seite 288, weil ich beim Zeichnen verstehen wollte, wie sich der Lesefluss für den Leser anfühlt, Seite für Seite. Und ich habe praktisch also mit dem Leser das Buch entstehen lassen. Und ja, und dann habe ich noch ungefähr 3 Monate damit verbracht, in der englischsprachigen Ausgabe die Rechtschreibfehler per Hand zu korrigieren, was ich nie mehr machen werde. Ich werde nie mehr ein Buch per Hand schreiben. Und dann war es fertig, endlich. Ja, also für mich wird es eigentlich, auf der einen Seite fühle ich mich sehr oft sehr deutsch. Also je länger ich im Ausland wohne, desto mehr spüre ich auch meine deutschen Wurzeln. Auf der anderen Seite wird es immer schwieriger für mich, den Begriff des Deutschseins wirklich zu erfassen, weil sich natürlich Deutschland auch verändert und sehr stark verändert hat in den insgesamt 17 Jahren, in denen ich weg war, aber vor allem auch in den letzten 5 bis 8 Jahren hat sich das politische Spektrum sehr stark verändert. Und also ich kann natürlich nicht wirklich sagen, was es bedeutet, deutsch zu sein. Und ich sehe mein Buch Heimat oder Belonging als Versuch der Definierung meiner Kultur, aber eigentlich eher als eine Fragestellung. Also jetzt, ich bin nicht an das Projekt herangegangen mit der Hoffnung, dass ich eine Antwort auf die Frage der deutschen kulturellen Identität finde, sondern eher versuche, detailliertere Fragen zu stellen, als die ich mir zuvor gestellt habe. Und ja, also das Buch ist auf der einen Seite eine Suche nach meiner eigenen Familie, aber genauso nach der deutschen Identität.
Und ja, also meiner Meinung nach kann man sich der eigentlich nur annähern. Und es gibt und gab auch nie eine ultimative deutsche Identität, weil es Migration schon immer gegeben hat und kulturelle und gesellschaftliche Veränderungen, politische Veränderungen. Natürlich gibt es Dinge, die ich als deutsch empfinde, bestimmte Denkweisen oder Weltanschauungen oder eben auch Objekte, nach denen ich mich erst gesehnt habe, als ich Deutschland verlassen habe. Und die habe ich auch aufgelistet in meinem Buch, aber deren Bedeutung hat sich auch verändert durch verschiedene politische Jahrzehnte hindurch. Und das ist was ich so ein bisschen versucht habe zu analysieren in meinem Buch.